Wir wandern auch inhaltlich eine Liga höher. Der erste FC Saarbrücken hat das letzte Heimspiel der Saison im Ludwigspark gestern erfolgreich abgeschlossen. Zuvor hieß es Abschied nehmen von denen, die den Verein verlassen wollen oder müssen. Auf die Stimmung hat das offensichtlich nicht gedrückt, denn danach lieferte der FCS trotz anhaltender Verletzungssorgen eine ordentliche Leistung ab und fuhr einen 2:0-Sieg gegen die abstiegsbedrohten Meppener ein. Frank Hundhefer lässt den Abend noch einmal für Sie Revue passieren. Saisonsieg 16. Saarbrücken, bester Aufsteiger, Drittliga-Punkterekord eingestellt. Und ob man es wahrhaben will oder nicht, dem FCK geholfen. Boah, das ist mir eigentlich scheißegal. Ich denke, die haben sich in den letzten Wochen selber da rausgezogen, so ein bisschen. Die brauchen keine Stützenhilfe von uns. Wir wollten das Spiel gewinnen für uns. Da geben wir keine Rücksicht auf irgendwelche Modalitäten da in der Liga. Und ja, das Spiel haben wir gewonnen. Doch bevor gewonnen wird, heißt es erstmal Abschied nehmen. Der Trainer und 10 Spieler werden den Club verlassen. Lukas Kwasniok geht aus freien Stücken, soll bei einigen Zweitligisten gehandelt werden. Was er mit dem Aufsteiger geschafft hat, ist beachtlich. 59 Punkte sprechen für sich und das Verhältnis zur Mannschaft ist eng. In dem Moment wird es ja ganz kurz mulmig, aber sehr, sehr schnell kam der Gedanke, na gut, da applaudieren jetzt 8 Leute. Irgendwie ist es schon nach wie vor skurril. Im skurrilen, weil zuschauerlosen Umfeld ist Saarbrücken von Beginn an präsent, hat Ballsicherheit. Aber Meppen hilft auch mit beim 1-0. 14. Minute. Golais Hereingabe und Bünnings Abwehrversuch mutiert zur Vorlage für Tobias Jänicke. Der war gar nicht mitgelaufen, profitiert aber trotzdem. Typische Szene vielleicht für einen Abstiegskampf oder für eine Mannschaft, die unten drin steht. Und ja, in dem Augenblick war es mal gut, vielleicht nicht zu laufen. Und getroffen habe ich ihn halt ganz gut. Lars Bünning macht eine ungefährliche Situation erst wieder gefährlich und Jänicke dübelt das Spielgerät ins Meppener Tor. Die Entstehung hat auch wieder was von skurril. Lukas Kwasniok feiert den Treffer auch nicht wirklich ab. Später antwortet er auf die Frage, ob sein Team ein gutes Spiel abgeliefert habe mit: Nein, aber was die Bereitschaft, Standards wegzuverteidigen, gegen den Ball zu arbeiten, das war alles in Ordnung. Mit dem Ball war schon sehr, sehr hektisch und alles, was in Richtung gegnerisches Tor ging, war schon extrem unsauber. Die Unzufriedenheit findet ihren Ausdruck, hört sich so an und sieht so aus. Unsauber ist es aber nicht nur vor dem gegnerischen, nein auch vor dem eigenen Tor. Zeitz und Mendler bringen Saarbrückens Keeper Butt in höchste Not. Und er hat mächtig Glück, hier nur Gerd zu sehen. Schiedsrichter Haselberger lässt das Spiel konsequent an der eher langen Leine laufen. Kann man machen. Fakt ist aber, Butt trifft Tankulic zwar, letzter Mann ist er allerdings nicht. Und der Laufweg des Meppners geht auch eher vom Tor weg. Ja, war gelb, war außerhalb des Strafraums. Ich glaube, meine erste Gelbe, bin kein unfairer Spieler, passiert. Was seltsamerweise nicht passiert, ist ein Aufbegehren der Meppener. Der SV braucht doch dringend Punkte, aber Chancen wie diese von Tankulic sind rar. Es kommt nach vorne einfach viel zu wenig von den Gästen. Insgesamt nur 2 gefährlichere Offensivszenen. Zur Pause liegt Saarbrücken vorn. Und Manuel Zeitz hätte nach 37 Minuten noch von 1 auf 2-0 stellen können. Das gelingt nicht. Dennoch ist es insgesamt ein zumindest ordentlicher Auftritt des FCS. Wir haben von Anfang an auch gesagt, selbst wenn es für uns irgendwann mal um nichts mehr gehen sollte, dann geht es um 3 Punkte und einfach auch um einen fairen Wettbewerb bis zum Schluss. Und ich glaube, das haben wir heute schon auch eindrucksvoll bewiesen. Das Team ist engagiert. Niklas Schipnowski ein bisschen zu sehr, 5. Gelbe. Die Liga ist für ihn beendet. Nach der Pause sieht der schönste Spielzug dann so aus. Kerber, Jänicke Kerber, er mit seinem ersten Profi-Assist. Tim Golay trifft und hebt ab. 2-0. Dass der Ball im kurzen Eck einschlägt, werden Meppens Keeper Domaschke und sein Torwarttrainer sicher nochmal ansprechen. Und was gibt's noch zu besprechen? Ach ja, zum Beispiel, dass es hier zu Recht keinen Strafstoß für die Gäste gibt. Hämlein fädelt ein.
und beim SV werden sie sicher die Abwehrschwäche noch mal markieren. Rico Schmidt noch ohne Dreier seit Amtsantritt. Am Tag, als der Regen kam, bekommt FC-Keeper Batz in der Schlussminute Flutschfinger. Trotzdem halten er und sein Team die Null gegen schwache Meppen. Saarbrücken gewinnt und bleibt bester Aufsteiger. Ein schöner Abschluss im eigenen Wohnzimmer für Lukas Kwasniuk. Er hat dem FC einen eigenen Stil gegeben und wird wohl in Liga 2 gehen. Eine Entscheidung soll in ein paar Tagen fallen. Das hängt ja auch immer davon ab, was zur Verfügung ist, was aufgehen kann. Insofern, das Zeitfenster habe ich mir nie gesetzt. Wir werden sehen, was kommt. Aktuell würde ich jetzt trotzdem darauf tippen, dass es nicht mehr allzu lang gehen wird. Aber es kann 2 Tage gehen, kann aber auch noch 2 Wochen gehen. Also dem ist tatsächlich so. Es war ein bemerkenswerter Auftritt von Lukas Kwasniok in Saarbrücken. Power, Fußball, Sprüche und mutige Entscheidungen, die mal aufgingen und mal nicht. Insgesamt eine sehr erfolgreiche Zeit. Ich denke, wenn man das vor der Saison gesagt hätte, dann hätten das hätten alle vielleicht gelacht oder belächelt. Und nein, ich denke, wir können sehr, sehr zufrieden sein. Sehr konstant am Ende gespielt, zwei ausgeglichene Runden. Und ja, jetzt gilt es halt, das noch zu vergolden. Und zwar mit dem Saarland-Pokalsieg, denn nur so geht's in den DFB-Pokal. Ein großes Ziel hat das Team noch. Wir wissen, was wir können, mit dem nötigen Respekt vor Homburg. Und dann wird es am Dienstag zeigen, wer es besser auf den Platz bekommt. Und ich hoffe, das sind wir. Einstellung, Einsatzbereitschaft ist das Minimum. Das werden wir auch auf den Platz bekommen. Aber mit dem Ball erhoffe ich mir dann schon eine gewisse Ruhe. Ein Danke. Und dann sicher fettgedruckt wird der scheidende Coach bekommen, sollte er den Pokal noch gewinnen. Dann wäre es nicht nur eine sehr, sehr gute, sondern sogar eine überragende Saison mit seinen Jungs. Doch dafür heißt es nochmal arbeiten auf dem Platz und klug aufspielen. Dienstag Anpfiff 17 Uhr, auch bei uns live im Stream. FCS gegen FCH auf sr.de. Wir schauen auf die Ergebnisse. Saarbrücken gegen Meppen haben Sie gesehen. Uerdingen wissen Sie bereits. Duisburg unterliegt nach 1:0 Führung Ingolstadt mit 1:5. Unterhaching 0:1 gegen Rostock. Viktoria Köln gegen Kaiserslautern. Die 6 Tore kennen Sie auch. Und Verl 0:1 gegen Waldhof Mannheim. 3 Spiele morgen. Lübeck gegen Zwickau. Am Montag auf die Tabelle schauen wir ganz genau hin. Hansa Rostock ist Spitze. Allerdings Dynamo Dresden ja morgen mit dem Spiel und bei einem Sieg mit der Chance, damit den Aufstieg klarzumachen. Ingolstadt und 1860 München folgen. Die 60er morgen gegen Bayern München 2. Für die einen geht es um den Klassenerhalt. Für die anderen mitzuhalten gegen Ingolstadt, denn am letzten Spieltag treffen die beiden Konkurrenten aufeinander. Dann der 1. FC Saarbrücken auf Rang 5 und runter geht's in der Liga, denn der Kampf um den Klassenerhalt, der ist super interessant. Kaiserslautern steckt noch mitten mit drin. Uerdingen, Meppen und Bayern München abhängig davon, ob sie morgen gewinnen gegen 60. Und die Lübecker haben eine Minimalchance, auch noch alles klar zu machen. Nur Unterhaching ist abgestiegen.